Nach dem Derby ist vor dem Freundschaftsderby. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Heute die sechste Episode. Letztes Mal ging es unter anderem gegen den BTSV aus Braunschweig. Das Spiel konnten wir siegreich gestalten und heute soll es weitergehen gegen die Arminia aus Bielefeld. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Zuletzt gegen die Würzburg Kickers haben wir nicht so gut ausgesehen. Umso besser wollen wir uns heute präsentieren und ich hoffe natürlich, dass das klappen wird. Danach geht's noch im Pokal gegen den SC Freiburg. Auch eine sehr interessante Partie. Wir spielen leider Gottes auswärts. Das ist nicht so schön, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich tierisch über freuen. Das ist großartiger Support. Zieht euch nicht aus der Verantwortung. Ich sag's jetzt mal wieder. Jeder einzelne Daumen zählt. Ich freue mich über jeden einzelnen davon. Wenn wir 1000 irgendwann wieder schaffen, wäre das mega geil. Vielleicht ja unter dieser Episode. Merchandise. Hashtag herrlich. Hashtag MGT. In der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall auch auschecken. IG Vault für günstige FIFA-Coins. 6% Rabatt mit dem Code MarkDermeTV und meine Social Media Links haben wir da auch. Und wir trainieren erstmal unser Team. Füllkrug ist austrainiert, aber Bech und Königsmann nicht. Deswegen sind die jetzt mit im Training drin. Ja, Bech mit einem D, aber Königsmann fügt sich immer mit einem C ein. Diesen Rang da oben, die 59, habe ich immer noch nicht ganz verstanden, aber juckt uns jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt erstmal ins Spiel gegen Bielefeld. Das Ganze nachkommentiert, selbstverständlich, denn es ist ja ein Derby in gewisser Weise. Wenn auch freundschaftlich. Deswegen müssen wir es übrigens auch gewinnen. Bielefeld ganz unten in der Tabelle, müssen wir ausnutzen. Auf geht's. Hannover 96 im Freundschaftsderby gegen die Arminia aus Bielefeld. Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit, dass dieses Duell in der HDI Arena stattfinden kann. Und das Ganze unter besten fußballerischen Bedingungen. Wunderbares Wetter. Die Nordkurve wieder einmal von den letzten Sonnenstrahlen des Nachmittags beleuchtet. Und die beiden Mannschaften natürlich ehrgeizig und epicht darauf, die drei Punkte heute für sich zu erobern bzw. mitzunehmen. Wir sehen die beiden Mannschaften beim Einlaufen. Wolfgang Hesel und Philipp Czauner, die beiden Keeper. Und die Kapitäne selbstverständlich ebenso. Fabian Klos und Manuel Schmiedebach, beides so gesehen schon Vereinslegenden. Ein Fokus heute vor allem auf der Defensive bei Arminia Bielefeld. Hannover zuletzt mit sehr guten Leistungen, Bielefeld eher nicht. Und vor allem haben sie die schlechteste Abwehr der Liga bereits. 16 Gegentore, das sind sogar drei mehr als Bochum, Kaiserslautern und Sandhausen, die jeweils die zweitschlechteste Abwehr der Liga haben. Das sollte heute natürlich ein großer Faktor sein gegen das offensiv so starke Hannover 96. Sie mussten sich also zusammenreißen. Hannover mit Czauner, Sorg, Sané, Anton und Edgar Pripp in der Defensive. Da vorne dann Damir Kreilach mit Manuel Schmiedebach auf der 10, Szabolcs Usti und vorne Hanik Füllkrug und Kenan Karaman auf der linken Seite. Also eine ganz, ganz starke Elf bei den Roten. Felix Klaus heute nicht mit von der Partie. Kenan Karaman, der Deutsch-Türke, auf der linken offensiven Seite. Sollte noch mit ein bisschen mehr Torgefahr aufwarten. Auf der anderen Seite natürlich Fabian Klos, der torgefährlichste Spieler. Aber wie gesagt, der Fokus lag auf der Defensive und auf die hatte Daniel Stendel ein ganz besonderes Auge gelegt. Im Team von Rüdiger Rehm. Hesel im Kasten, Dick davor mit Börner Salger und Sebastian Schuppan auf der Doppel-6, Schütz und Pötel. Dann haben wir im zentraloffensiven Mittelfeld Hemlein, Nöte und vorne drin Klos und Hurtado. Sieht nicht schlecht aus, von den Namen klingt sehr, sehr gut. Ob es wirklich was bringen sollte, wir werden es erfahren. Schauen gleich mal rein in die Partie, während wir noch den geschlossenen Mannschaftskreis der Arminia sehen, den sie vor dem Spiel jedes Mal wieder machen, die ja bisher nicht viel gebracht hat, denn die Arminia als Tabellenletzter absolut nicht gut reingekommen. Heute sollte alles anders werden. Ansgar von Hauenstein, der Schiedsrichter, der das aus Sicht der Arminia für sie ein bisschen in die Wege leiten sollte, aber es ging gewohnt schlecht los für die Arminia. Drei Minuten im Spiel, Schmiedebach auf Husti, der auf Kreilach, der zurück auf Szabolcs Usti, die Rätsche kommt zu spät, 1:0 Hannover 96. Da waren keine drei Minuten gespielt und schon lag Arminia Bielefeld wieder einmal zurück. Hannover mit der Heimstärke und mit dem wiedererstarkten Rückkehrer Szabolcs Usti, der Ungar, wunderbar freigespielt, die Grätsche viel zu spät und Hesel sieht im kurzen Eck nicht gerade gut aus. 1:0 also für 96 und die defensive ja, Problematik direkt ausgenutzt von den Männern aus der Landeshauptstadt Niedersachsens. Daniel Stendel natürlich sehr zufrieden mit seinem Team. Im Hintergrund sieht man nur noch Szabolcs Usti abfliegen bei seinem Torjubel. Klasse Aktion von ihm. Viertes Saisontor bereits für den Mittelfeldakteur. Und jetzt war natürlich Bielefeld gefragt, zurückzukommen. Das versuchten sie auch. Allerdings sollte das nicht so wirklich gelingen. Hannover nach 20 Minuten mal wieder in der Offensive bzw. im Vormarsch, auf dem Vormarsch. Und dann das Foul im Mittelfeld und es gab die gelbe Karte für die Arminia. Und dann auch noch für einen Sechser. Das konnten sie zu diesem Zeitpunkt natürlich gar nicht brauchen. Priedel bekommt da die gelbe Karte nach seinem Foul. Und Hannover konnte weiter nach vorne agieren. Jetzt natürlich noch ein bisschen zurückhalten, da die Bielefelder aufgrund der gelben Karte. Ball von Husti auf Füllkrug, der ist schneller als Florian Drick. Niklas Füllkrug, 2:0, 27 Minuten durch und die Vorentscheidung in der HDI Arena. Die Defensive der Bielefelder schlafmützig und das darf man gegen ein solches Top-Team in der Liga wie Hannover 96 einfach nicht sein. Das bläut hier Hesel auch nochmal seinen Vorderleuten ein.
Klasse Pass von Husti und dann überhält oder behält Füllkrug die Übersicht und schiebt lässig ein zum 2:0. Das war klasse gemacht, Hesel ohne Chance und somit 96 mit 2 Toren in Führung. Die Landung ein bisschen unsauber, der Jubel umso schöner. Es ist Geschlossenheit momentan, die Hannover 96 als Team ausmacht. Bielefeld versuchte da mal zurückzukommen. Klos mit der dicken, dicken Chance aus 4 Metern bringt er den Ball nicht an Schauner vorbei. Das hätte der Anschlusstreffer für die Arminia sein müssen, er war es aber nicht. Und damit taten sie weiter schwer, die nächste Flanke direkt in die Arme von Schauner. Das war es so ziemlich mit den Offensivbemühungen der Arminia. Auf der anderen Seite Hannover deutlich gefährlicher. Martin Harnik mit der nächsten Gelegenheit. Und Wolfgang Hesel hält seine Mannschaft dann noch einigermaßen im Spiel. Schöner Versuch des Österreichers, aber ein bisschen zu zentral auf den Keeper. Und für so einen routinierten Torwart wie Hesel ist das natürlich kein Problem. Die anschließende Ecke von Schmiedebach wieder auf den Kopf von Martin Harnik auf der Linie geklärt von Hurtado. Es war ganz, ganz eng teilweise. Vogelwild, was die Arminia da hinten machte. Wieder eine Flanke. Harnik kommt ran. Da ist nochmal Füllkrug, nochmal Sabolcs Husti. Das Ding über den Kasten, es war dann Halbzeit, aber trotzdem musste man sich definitiv Sorgen machen um die Arminia, die musste deutlich verbessert aus der Halbzeit rauskommen, wenn hier noch irgendwas gehen sollte und vor allem, wenn sie hier nicht abgeschlachtet werden sollten. 2:0, das täuscht ein bisschen über das eigentliche Spiel hinweg, denn bisher nach aktuellem Spielverlauf hätte Hannover auch 3 oder 4:0 bereits führen können. Die Chancen, ja, es spielten sie nicht wirklich raus, aber sie wären da gewesen, die Lücken waren auf jeden Fall da in der Defensive der Arminia und im zweiten Durchgang wurde das Ganze zumindest marginal besser, aber es ging gleich wieder schlecht los für die Arminia, denn Hannover belagerte sie, auch wenn der Angriff hier gestoppt werden konnte, aber man sieht, der Ball sofort wieder in den Reihen der 96er, Husti dann mal, wird schlecht angespielt hinter dem Mann, aber wir sehen auch gar keine Kreativität im Spiel nach vorne bei der Arminia. Christoph Hämlein, da muss es mal eine Einzelaktion sein gegen Damir Kreilach, der schnelle Hämlein setzt sich durch, verliert den Ball dann aber wieder, es gibt einen Freischuss, aus dem wurde nichts. Eckball Hannover 96, 67. Minute, Harnik mit dem Kopfball, das war so ein bisschen das taktische Mittel der 96er, sie kamen immer wieder über Eckbälle gefährlich vor den Kasten von Wolfgang Hesel. Aus diesem entwickelte sich dann aber tatsächlich mal eine Kontersituation. Abdelaue mit dem Ball nach vorne. Den Namen kennt man in Hannover. Da ist Jungglas. Jungglas liegt quer. War die falsche Entscheidung. Sané ist dazwischen und bügelt den Fehler seiner Vorderleute aus. Ganz, ganz starke Aktion vom Senegalesen. Wieder Christoph Hämlein. Bielefeld versucht jetzt ein bisschen zwingender nach vorne zu gehen. Der schnelle Mann auf Abdelaue, der mit der Flanke in die Mitte. Zweiter Pfosten ist Klos. Ein bisschen zu spät. Nochmal der Ball in die Mitte und Sané auf der Linie geklärt und ganz elegant mit der Schuhsohle den Ball, der gerade auf dem Weg in den Kasten war, rausgezogen. Harnik ging dann runter. Noah Joel Saren Renbase kam rein. Hannover wollte sich jetzt auf die Konter spezialisieren und brachte dafür den schnellen Mann auf der Außenbahn. Der Youngster, der in der letzten Saison kurz vor dem Abstieg so aufgespielt hatte und seitdem nicht mehr wirklich an seine Form rankommt, bekommt mal wieder eine Chance von Daniel Stendel. Und direkt danach gab es einen Eckball Edgar Pripp auf Uffe Beck bzw. Salif Sané, der den Kopfball dann aufs Tor brachte. Aber die beiden quasi in Kooperation, der eingewechselte Däne mit dem Senegalesen. Es sollte beim 2:0 bleiben, aber Bielefeld versucht es nochmal nach vorne. 83. Minute. Abdelaue, Christopher Nöte. Nöte, schön gemacht, aber auch der Ball geht nicht ins Tor. Sie trafen es nicht und auf der anderen Seite hatten sie Glück, dass es beim 2:0 blieb. Basé scheitert an Hesel. Naja, kann man machen, muss man nicht. Schmiedebach mit der Ecke, mal wieder taktisches Mittel. Der Kopfball von Sané, aber in die Arme von Wolfgang Hesel. Es sollte nicht sein, aus Sicht des Senegalesen. Und dann war Schluss. Hannover mit einem standesgemäßen 2:0. Souveräner Auftritt der Hannoveraner. Bielefeld in der absoluten Krise. Sie müssen sich langsam zusammenreißen, gerade in der Defensive, wenn sie nicht den schweren Gang in die dritte Liga antreten wollen. Momentan im Abstiegskampf. Und so wie sie heute auftraten, gehören sie auch genau dahin. Es muss sich was ändern in Bielefeld. Bei Hannover alles wunderbar. 2:0 Heimsieg und wieder einmal 3 wichtige Punkte für 96. Easy Win, würde ich sagen. Die schwächste Defensive der Liga hat sich zwar nicht unbedingt uns entblößt, aber das war schon nicht stark. Und es ist unglaublich, aber war immer noch ist Stuttgart ohne einzigen Punktverlust. 2 Upgrades bei Königsmann und Anton, unser Nachwuchs. Und da sind wir schon. Wir brauchen die beste Elf, die wir haben. Und das ist die ohne Karaman und mit Klaus aus dem letzten Spiel, mit denen wir heute antreten müssen hier, um zu gewinnen. Es wird schwer. Wir sehen die beiden Mannschaften und wir sehen ein ausverkauftes Haus und das ist Niklas Füllkrug in der Liga, unser bester Torschütze. Mal sehen, wie es im Pokal läuft. Schwolo, Injowski, Niedermeyer, Kempf, Torrejon, Günther, Meffert, Höhler, Abraschi, Niederlechner und Nils Petersen. Fünferkette, das ist schwer. Wir spielen mit Schauner, Sorg, Sané, Anton Pripp, Schmiedebach, Kreilach, Husti, Harnik, Füllkrug und Felix Klaus. Heißt, gleiche Elf wie letzte. Das ging auch schnell. Gleiche Elf wie letztes Mal, allerdings mit Klaus Karaman, wie gesagt.
Der graute Torrijon ist Kapitän und wir gehen rein in die Partie. Wir brauchen diesen Sieg. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen ins Pokalfinale. 96 ist der letzte Zweitligist, der den Pokal gewonnen hat. Und das ist Pripp mit der guten Balleroberung auf Füllkrug. Nicht im Abseits, Füllkrug. Das wäre ja mal ein idealer Start gewesen, wa? Oh, Kreiler, schöne Balleroberung. Mach das gut, mach's mal alleine. Ja, gut. Nicht so stark, aber immer in der Ecke. Oh, 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 oh. Da spielt er nochmal zurück. Und dann ist geklärt. Hat er vielleicht direkt abgezogen. Wäre es noch gefährlicher geworden. Und jetzt Sabolcs Husti. Muss da abbrechen. Schön auf Felix Klaus. Und was der für einen Platz hat, ist ja natürlich richtig herrlich. Kreilach in der Mitte. Oh, da läuft er zurück. Kreilach, Füllkrug. Pripp bisher mit einem unglaublich starken Spiel und dann der Ballverlust. Aber der holt sich den jedes Mal zurück. Jedes einzelne Mal bisher. Mal sehen, auch diesmal. Oh, das wäre natürlich jetzt Premium, wenn er sich den jetzt holen würde. Ja, schade. Hanik Füllkrug, warum mit dem Seitfalls hier? Nimm doch einfach den Kopf ran. Meine Güte nochmal, das wäre eventuell sonst 1-0 geworden. Die zweite große Chance, die er da vergibt. Gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Ach nee, das ist die erste. Ja, passend. Oh, Gottes Willen. Wer war das? Olli Sorg? Es war Olli Sorg. Die haben ein Glück. Oh nein, da ist Sané ganz blöd gelaufen. Jonas Meffert 1-0. Die erste Chance. Die erste Chance, die Freiburg hat und sie nutzen sie. Ich war gerade kurz davor zu sagen, ja, Luis, ja, läuft alles gut. Und hier ist Sané. Den Schritt nach außen hätte er nicht machen dürfen. Natürlich auch schwach von mir. Und jetzt ist natürlich deren Spiel mit der Fünferkette. Ganz, ganz bitter, dieses Gegentor kurz vor der Pause. Wir müssen darauf antworten, gar keine Frage. Und ausgerechnet auch Jonas Meffert. Ich kenne irgendeinen Instagramer, der den ganz toll findet, glaube ich. Eine super Freistoßposition. Damir Kreilach. Ich verstehe diese Frage. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Husti im Alleingang, Torrijon, und das gibt den Elfmeter. Genau darauf habe ich geschielt. Ich wusste, dass die Grätsche kommen würde. Und ich wollte in sie reinlaufen. Schwarzwaldmilch bekommt die gelbe Karte und wir den Elfmeter. Geil. Ist eine klare Geschichte. Müssen wir eigentlich gar nicht mehr drauf gucken. Er foult ihn im 16er. Er trifft nur die Beine. Elfmeter. Und das ist Hustis Disziplin. Wir versuchen es normalerweise immer in die Ecke geschossen. Das macht er auch diesmal. Und wir treffen und da ist der Ausgleich. Weiter so. Wie in besten Zeiten bei Hannover in Realität. Sabolcs Husti in die rechte, von ihm aus rechte untere Ecke oder rechte Ecke allgemein. Hat sich gegen Hamburg mal verletzt. Diesmal glücklicherweise nicht der alte Mann. Nein, nein, das ist viel zu... Oh Gott, den habe ich drin gesehen. Viel zu viel Platz dafür, Meffert. Oh, Hanik macht das gut. Hat sich den Ball nochmal wieder erobert. Martin Hanik! Und jetzt Füllkrug. Jetzt mussten nehmen. Jetzt mussten... Ja, bisschen zu hoch geflogen, höher als ich dachte. Und dann auch ein bisschen zu weit. Schmiedebach mit der Balleroberung. Da sind wir gut drin. Aber der ist nicht torgefährlich, leider Gottes. Dann nehmen wir einfach den nächsten Elfmeter. Jawohl, wieder eine dumme Grätsche. Was ist denn hier los? Also dümmer kann man es ja wirklich nicht machen. Schmiedebach ist so ungefährlich. Total aussichtslose Situation. Er trifft nur die Beine, der Marc-Oliver Kempf. Und jetzt natürlich wieder Husti. Und er verschießt. Ah, ich wollte noch höher zielen. Ah, da muss ich ja runterdrücken, Mist. Ich habe den Dings versehentlich ausgeschaltet, den Pfeil. Oh, Kacke. Das Positive können wir ziehen daraus trotzdem. Bei den Verteidiger gelb vorbelastet. Husti! Ah. Torrijon, Katastrophenpass. Martin Hanik, viel zu schnell. Sehr, sehr gut. Die Sache ist jetzt nur, wie machen wir den rein, wenn Füllkrug nicht mitläuft? Füllkrug... Also links hat er echt nicht. Der hat keinen linken Fuß. Unfassbares Pripp-Tackling schon wieder. Füllkrug und jetzt der Ball raus. Auf Felix Klaus, ist ja ein Ex-Freiburger. Ah, Sejinschu ist da. Oh, wir kriegen wieder und verlieren ihn. Wir wechseln auch mal doppelt. Husti und Füllkrug gehen raus dafür. Oh, jetzt kommt Grifo bei Freiburg. Es kommen Soberg und es kommt auch Füllbech auf die 10. Oh, Sejinschu setzt sich da draußen gegen Pripp durch. So schnell ist er eigentlich gar nicht. Er macht das richtig, richtig gut. Muss man ja mal sagen für einen Innenverteidiger, was Sané ist. Ja. Ist ja Innenverteidiger, Kopfbälliger, naja. Oh, oh, Uffe Bech 3 gegen 3. Ball auf Soberg. Soberg gegen Torrijon. Abwarten, rüber, Bech. Nein. Ich bin so scheiße, was ist denn los? 90. Minute. Ne, muss ich entweder alleine machen oder halt den.
Ach, Freunde, es ist wie in Gladbach. Wir gehen in eine Verlängerung. Na toll. Wir bringen Backerl aus, wir bringen Kämpfer, aber die hatten eine Chance um ein Tor gemacht. Wir müssen einfach treffen, wir müssen unsere Chancen nutzen. Oh, Czauner, danke dir. Gott sei Dank. Bakalotz, der ist noch frisch und Soberg auch. Gibt einen Foul im Mittelfeld. Ist uns aber egal. Ball in Rückraum. Ja, den hat Klaus irgendwie noch. Aber die Sache ist, wo soll er hinspielen? Er muss alleine machen. Wieder eine Grätsche. Diesmal treffen sie uns aber nicht. Ball auf Bech. Auf Bech. Ja. Wir müssen das Ding gewinnen. Aber in der, ich sag mal, regulären Verlängerungszeit und nicht im Elfmeterschießen. Weil das würde zu knapp sein und viel zu unnötig. Bech nicht im Abseits. Jünschü trifft den Ball. Scheiße. Harnik im gegnerischen 16er. Zurück auf Soberg, Mann. Ich habe hundertprozentige. Ich habe mindestens 400-prozentige Chancen. Und ich habe nicht eine davon genutzt. Nur den Elfmeter reingemacht und dann noch einen anderen verschossen. Ist unglaublich, was wir hier machen. Bakalorz, ganz, ganz stark. Ey, du Assi, Alter. Der letzte Angriff. Nochmal Soberg auf Klaus. Und der verliert den Ball. Der hat nicht mehr die Energie. Es geht ins Elfmeterschießen und wenn wir rausfliegen, sind wir selber schuld. Wir hatten die Chancen, wir haben sie nicht genutzt. Total dumm. 15 Schüsse und den entscheidenden konnten wir nicht reinmachen. Nils Petersen ist der Erste gegen Philipp Czauner. Habe ich gerochen? Das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich. Harnik. Ja, immerhin. Grifo in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Jawohl, Czauner ist da. Katze. Und Soberg trifft. Wieder nicht gut geschossen, aber das war eigentlich in der Mitte geplant. Und jetzt Nielsen, ehemaliger Braunschweiger. Nach rechts. Jawohl! Czauner hat bisher jede einzelne Ecke gehabt. Vielleicht gewinnen wir doch das Elfmeterschießen. Bakalotz, gut nach Einwechslung gewesen. In Winkel bitte. Jawohl, der Ball ist drin. Schwolo bleibt schon wieder stehen. Wenn er nicht trifft, sind wir weiter. Abraschi nimmt den Anlauf seines Lebens. Czauner ist ganz zappelig auf der Linie. Den macht er aber sicher. Und jetzt liegt es ausgerechnet am Rückkehrer. Jetzt liegt es an Felix Klaus. Wir gehen mal ganz rüber. Ich will am liebsten mit dem Außenriss schießen. Kann man das? Geht das? Ich weiß nicht, ob es geht. Untere Ecke. Jawohl, da ist das Ding. Wir gewinnen das Pokalspiel. Dann nach Verlängerung doch noch gerade so. Und ziehen eine nächste Runde. So viel Nervenkitzel hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Aber es gab ihn und damit können wir im Endeffekt doch zufrieden sein. Denn wir sind weiter und das ist alles, was zählt. 15 zu 2 Schüsse so wirklich, das ist krank. Gibt sonst Überraschungen, es sieht nicht so aus, aber Karlsruhe schmeißt tatsächlich BS raus. Ich war mir relativ sicher, dass wir das erfüllt haben, als wir Krailach geholt haben. Im Winter müssen wir anscheinend nachlegen. Nicht so schön. Das Kapitel Krailach könnte aber sowieso ein recht kurzes sein in unserer Vereinshistorie, denn der gefällt mir noch nicht wirklich mit seinen Leistungen. Wir spielen jetzt nächstes gegen Union, deswegen abschließend für diese Episode gucken wir uns einmal ganz kurz die Leistungsdaten an. Bisher hat Czauner 5x zu 0 gespielt, Königsmann noch keinen Einsatz, der wird nächstes Spiel gegen Union im Tor stehen. Dann haben wir Sorg bisher 9 Spiele, keine Torvorlage, keine Torbeteiligung, Arkenberg mit einem Spiel, Anton mit 9 Spielen, ist aber immerhin schon mal um 4 gestiegen. Hübner bisher mit 2 Spielen im European International Cup, ansonsten noch keine Rolle gespielt. Strandberg mit einem Spiel in der Bundesliga, 2 im European International Cup, ist aber sowieso im nationalen Wettbewerb gesperrt. Für ein Spiel anscheinend. Dann haben wir Felipe, der hat zweimal gespielt, ist bisher aber noch keine wirkliche Rolle zuzuordnen. Hübers ist verliehen nach Mattersburg, steigt auch fleißig immerhin auf 61. Dann haben wir Albonos, der Vertrag läuft aus. Da können wir jetzt können wir anscheinend nicht verlängern. Salif Sané, bisher eine Vorlage. Ja, da fehlt es noch so ein bisschen an der Durchschlagskraft bei Ecken. Schmiedebach, 10 Spiele eine Vorlage. Bakalorz, ein Spiel bisher erst, aber der wird seine Spielpraxis schon noch bekommen. Hat mir gerade sehr gut gefallen. Harnik, bisher 6 Spiele, ein Tor. Geht besser. Basé, bisher 6 Spiele, kein Tor und keine Torvorlage. Genau besser. Karaman, bisher auch noch keine Torbeteiligung. Ufobeina, auch noch keine Torbeteiligung. Kreiler immer mit 2 Vorlagen, aber wie gesagt, der gefällt mir nicht sonderlich gut, was er bisher macht. Dann Fossum, bisher keine Torbeteiligung. Das kennen wir ja schon. Prip, eine Torbeteiligung, das ist verteidigt. Husti mit 7 Torbeteiligungen in 7 Spielen. Das ist schon mal was anderes. Im Pokal auch eine Bude gemacht. Klaus mit 3 Torbeteiligungen. Marius Wolf bei den Kickers sogar mit einer. Mal sehen, was aus dem noch wird. Meier bisher ganz, ganz schwach, leider Gottes. Füllkrug 10 Spiele, 10 Torbeteiligungen. Ist sehr, sehr gut. Soberg bisher noch unter meinen Erwartungen zurückgeblieben, leider Gottes. Aber dafür ist auch einfach der Kollege Füllkrug zu stark. Ja, bei Erdinsch und Benchop tut sich nichts. Und auch bei Gijenich,
Und damit würde ich sagen, war es das für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir haben zweimal gewonnen in zwei verschiedenen Wettbewerben. Und von daher kann man recht zufrieden sein, denke ich mal. Doppelpies, meine Freunde. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, den 24-Stunden-Livestream habe ich gut überlebt. Denn ich glaube, das Video hier kommt am Montag, wenn ich mich nicht irre. Und ja, bis dann. Macht's gut. Haut rein. Passt auf euch auf. Und ciao.